Ich gab ihr das Feuer, das ihr junges Gesicht erhellte, und fragte, ob sie mich dann heiraten würde. Sabet errötete, ob ich das ernst meine. Warum nicht? Ich hatte gesagt, was ich nie habe sagen wollen, aber gesagt war gesagt. Ich genoss es, unser Schweigen. Ich schrieb an Ivy. Lange schon hatte ich das Bedürfnis, einmal sauberen Tisch zu machen. Endlich einmal hatte ich die Ruhe und Zeit, die Ruhe einer ganzen Wüste. Ivy war manker. Sie wählte ihre Kleider nach der Wagenfarbe, glaube ich. Die Wagenfarbe nach ihrem Lippenstift oder umgekehrt. Ich weiß es nicht. Ich kannte ihren ewigen Vorwurf, dass ich überhaupt keinen Geschmack habe und dass ich sie nicht heirate. Ich werde nie vergessen, wie Sabet auf diesem Felsen sitzt, ihre Augen geschlossen, wie sie schweigt und sich von der Sonne bescheinen lässt. Du weißt, sagt sie, dass sie dein Kind ist. Ich wusste es. Warum hast du es mir verheimlicht? Darauf keine Antwort. Wir standen noch lange.